Retargeting, Grundlagen, Erfolgsfaktoren und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp. Ich möchte Ihnen in dem folgenden Webinar kurz erklären, was ist eigentlich Retargeting, worauf sollte man achten, wie funktioniert das vom Prozess her, und sollten Sie im Nachgang Fragen haben, können Sie natürlich jederzeit gerne den Textchat nutzen und Ihre Fragen stellen. Ich werde die nach meinem kurzen Vortrag dann entsprechend bündeln und neu aufgreifen und dann versuchen zu beantworten. Gut, fangen wir einfach an. Und zwar, na, so, vielleicht kurz was zu meiner Person. Ich bin seit 1997 im Online-Bereich tätig, habe in verschiedenen Führungspositionen im Online-Marketing und E-Commerce gearbeitet. Habe selbst zwei größere Vermarktungsunternehmen in der Vergangenheit gehabt. Das heißt also, ich kenne mich in dem Bereich von vornherein eigentlich sehr, sehr gut aus. Bin Herausgeber und Redakteur von e-commercevision.de und ja, seit einiger Zeit bündel ich meine Expertise in einer Online-Marketing-E-Commerce-Agentur Ottersbach Consulting. Gut. Mein Thema Retargeting. Darauf kommen wir zurück, darum geht es heute. Bevor wir anfangen, vielleicht nochmal ein paar nackte Zahlen, die zwar nicht mehr ganz aktuell sind, aber die einfach nochmal so ein bisschen verdeutlichen sollen, wie sich der Online-Werbemarkt aufteilt. Insgesamt unterscheidet man da drei klassische oder drei Bereiche im Online-Bereich. Das ist einmal die klassische Online-Werbung, wozu Display-Werbung, Video-Werbung, E-Mail-Marketing und so weiter zählt. Das sehen wir, das ist bei 2013 ist die Prognose noch, da lagen wir rund bei rund 4,5 Milliarden Umsatzvolumen in Deutschland. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist die Suchwortvermarktung, die zwar hier nur mit 2,5 Milliarden angegeben ist, aber ja, ich hätte bald gesagt, in der Nettobetrachtung mittlerweile mit Sicherheit genauso groß ist wie die klassische Online-Werbung auch. Und als dritte Säule haben wir den Affiliate-Bereich. Wir werden uns heute um die klassische Online-Werbung bzw. um einen Part kümmern. Das ist das Retargeting. Und bevor wir darauf eingehen, vielleicht einfach auch nochmal so eine Übersicht, was eigentlich so die Nutzungsschwerpunkte im Internet sind. Und da sehen Sie, private E-Mail-Adresse ist immer noch an erster Stelle. Aber an dritter Stelle geht es schon um das Thema Online-Einkaufen bzw. Shoppen. Und das ist ja genau das, worum es im Retargeting geht. Wir wollen Abverkäufe generieren, wir wollen Nutzer entsprechend reaktivieren und von unseren Angeboten überzeugen. So, um das auch nochmal so ein bisschen auf die Conversion Rates herunterzubrechen, habe ich Ihnen noch so einen Chart mitgebracht, das dann die Top 15 Produkte aufzeigt. Da sieht man, an erster Stelle sind Bücher, Spielwaren, Herrenbekleidung, Schuhe, Musik, CDs, Babybedarf und so weiter. Also es ist ein bunter Mix aus Dingen, die wirklich im E-Mail, im Online-Bereich aktuell gesucht und gekauft werden. Gut, was sind eigentlich so Merkmale eines für einen Online-Händler? Ein Online-Händler, egal welcher Couleur, haben in der Regel wenige profitable Marketingkanäle. Die gilt es letztendlich rauszusuchen, zu finden und dann entsprechend weiter auszubauen. Der Aufbau von Traffic kostet in der Regel sehr, sehr viel Geld, erfordert eine Menge Know-how und ja, Optimierung. Und das Übel, wenn man so will, eines jeden Online-Händlers ist, dass 95% der Nutzer einen Online-Shop verlassen, ohne dass Waren bestellt wurden. Und das ist natürlich ein ganz großes, in Anführungszeichen, Dilemma für jeden Online-Händler. Ich unternehme sehr viele Anstrengungen, investiere sehr viel Geld und ja, rund 95% der Nutzer, die ich auf meine Seite in meinen Online-Shop geführt habe, verlassen ihn, ohne einen Kauf getätigt zu haben. Und daraus stellt sich dann die Frage, sind Kaufabbrecher verlorene Kunden? Und die Antwort ist eigentlich
Recht naheliegend, nein, sie sind keine verlorenen Kunden, ganz im Gegenteil. Wichtig ist, man muss natürlich Voraussetzungen geschaffen haben, damit dem so ist, damit ich auch aus den verlorenen Kunden vielleicht wieder oder dass ich verlorene Kunden reaktivieren kann und vielleicht doch noch zu zahlenden Kunden machen kann. Und da gibt es ein paar Voraussetzungen. Zum einen ist die Voraussetzung, dass ich von Hause aus ein organisches Traffic-Aufkommen auf meinem Shop haben muss. Ich sollte im Marketing-Mix sehr breit aufgestellt sein. Das heißt, ob ich AdWords als Beispiel, klassische Werbebanner, E-Mail und was es sonst noch so gibt, entsprechend umsetze, damit ich auch ausreichend Besucherströme oder Besucher auf meiner Seite habe. Denn das A und O, egal ob es sich um eine Retargeting-Kampagne oder generell um eine Kampagne handelt, insbesondere aber beim Retargeting ist es so, dass eine hohe Netto-Reichweite sehr, sehr sinnvoll ist und auf jeden Fall anzustreben ist. Jetzt werde ich oft immer wieder gefragt, was ist eine Kernzahl? Wie viele Nutzer muss ich im Online-Shop haben, damit ich wirklich auch Retargeting betreiben kann? Da gibt es jetzt keine Faustformel. Früher hieß es immer mal wieder, man sollte mindestens 100.000 Unique Visits pro Monat haben, damit Retargeting wirklich funktioniert. Mittlerweile hat man doch auch Möglichkeiten mit Reichweiten, die darunter liegen, entsprechend und gute Retargeting-Kampagnen umsetzen zu können. Aber das muss man auch immer ein bisschen individuell betrachten. Und genau da sind wir beim Punkt, das Retargeting bündelt im Grunde genommen ja alle potenziellen Interessenten, die auf ihre Seiten sind, egal aus welchem Kanal sie kommen. Ob AdWords, klassische Banner, E-Mail, egal wer, der auf ihre Seite bekommt, wird ja erfasst. Und das zeige ich Ihnen jetzt einfach mal so ein bisschen, damit gerade auch für diejenigen, die mit Retargeting noch nicht so viel zu tun hatten, da so ein kleiner Kreis sich auch schließen kann. Das heißt, wenn man mal Schritt für Schritt das Schema hier durchgehen, dann sehen Sie, zunächst einmal ist es ja so, dass Sie täglich unheimlich viele User hoffentlich auf Ihrem Online-Shop begrüßen dürfen. Die Nutzer gehen in ihren Shop rein und wir hatten es ja gesagt, 95% der Besucher verlassen den Shop, ohne einen Kauf getätigt zu haben. So, mit Hilfe des Retargetings werde ich die 95%, zumindest einen Teil von denen, versuchen zurückzugewinnen und zu reaktivieren. Wie funktioniert das Ganze vom Prozess her? Jeder Nutzer, der auf meine Seite kommt, wird über ein sogenanntes Cookie entsprechend erfasst. Das ist anonym, da weiß keiner, dass da der Fritzchen Müller oder sonst wer hintersteckt, sondern das ist letztendlich ein ganz klassisches Cookie. Im Retargeting gibt es auch noch eine Unterscheidung zwischen einem normalen Cookie und einem Flash-Cookie, aber ich glaube, das würde an dieser Stelle erstmal zu weit führen. Fakt ist auf jeden Fall, der Nutzer wird erfasst über ein Cookie. So, das System merkt sich das und dann geht es eigentlich darum, den Nutzer im gesamten World Wide Web wieder aufzufinden, zu suchen und wenn ich ihn gefunden habe, ihm einen Banner als Erinnerung anzuzeigen, der mit meinem Shop zu tun hatte. Das heißt also, ich versuche ihn über den klassischen Bannerweg zu reaktivieren. Man sieht das auch hier so ein bisschen schon nochmal. Ich habe mal ein Beispiel von Douglas hier oben aufgeführt, habe gleich noch welche. Versuche ihn dann wiederzufinden, um dann in den Shop zurückzuführen. Ja, das ist das Prinzip des Retargetings. Wir sehen das auch gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich interessiere mich jetzt beispielsweise im Sommer für diese Gartenliege, die ich bei Otto im Shop gefunden habe. Und ja, entscheide mich zunächst mal, die Liege nicht zu kaufen, aus verschiedensten Gründen, die dann auch in der Realität vorliegen können. Sei es darum, ob ich irgendwo vielleicht das gleiche Angebot günstiger finde, oder ich mich noch nicht entschieden habe. Oder was auch sonst immer der Grund gewesen ist. Gut, ich habe mir die Seite angeschaut, bin aus der Session raus und bewege mich auf anderen Seiten, beispielsweise bei Bild.de. Das ist ein etwas älterer Screenshot. EM 2012 passt nicht mehr ganz, aber als Beispiel immer wieder gut.
Das heißt, ich habe mich jetzt auf irgendeiner anderen Seite im Internet informiert und wir erinnern uns, mir wurde ein Cookie gesetzt, ich habe das erfasst und bin gefunden worden. Und jetzt bekomme ich hier oben auf bild.de oder auf anderen Seiten entsprechende Banner als Reminder angezeigt. Und auch hier oben ist unsere Gartenliege für 59,99 € in diesem Fall, die mir hier entsprechend angezeigt wird. Das heißt also, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, man wird einfach im Retargeting erfasst. Dazu ist es technisch so notwendig, dass ich meinen gesamten Online-Shop entsprechend technisch ausstatte. Das passiert über ein klassisches Zählpixel, was auf jeder Seite integriert werden muss und wo entsprechend dann für jeden Nutzer ein Cookie gesetzt wird und dann versucht wird, diesen Nutzer auf den Internetseiten oder auf den weltweiten Internetseiten irgendwo wiederzufinden. Und ich hoffe, das war so vom Prozess her so klar. Gerne auch Fragen stellen, die werde ich dann gerne beantworten. Ich habe noch mal so ein paar Beispielbanner einfach mitgebracht. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Es gibt auch unterschiedliche Stufen von Retargeting. Das kann ein ganz klassisches, einfaches Banner sein, wo nur meine Marke kommuniziert wird. Viele Unternehmen verwenden gerade auch die größeren Unternehmen, verwenden auch das Retargeting nicht nur als Abverkaufskanal oder als Performance-Kanal, sondern auch als Image- und Image-Kanal. Das heißt, es wird Branding mit Retargeting betrieben, indem ich einfach weiß, der Kunde oder der Nutzer hatte ja von Hause aus erstmal Interesse und ich möchte ihm dann einfach auf verschiedensten Seiten meine Marke nochmals kommunizieren, meinen Brand nochmal vor Augen führen. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele aufgeführt. Hier ist auch unser Douglas-Beispiel. Dann gibt es verschiedene andere. Also wie Sie sehen, gibt es da verschiedene Ausprägungen, mal mit Preis, mal mit konkreten Produkten und manchmal aber auch, wie man hier sieht, bei Thomann, dass einfach nur ja, ein allgemeiner Banner mit entsprechendem Logo da ist und dann einfach hier unten dann auch der Hinweis, dass man sofort in den Shop kann. Das sind einfach mal so ein paar Beispiele, wie Retargeting-Banner aussehen können. Da gibt es auch keine Vorschriften oder sonst was. Wie gesagt, das Einzige, was man machen kann, es gibt verschiedene Arten von Retargeting, produktspezifische oder auch klassische einfach nur. Das muss man dann individuell einfach von Kunde zu Kunde betrachten. Was ich mal mitgebracht habe, und das werden wir oft immer wieder gefragt, ist, lohnt sich eigentlich eine klassische Banner-Kampagne, wenn ich doch Retargeting schalten kann? Und ich habe einfach mal so als Beispiel eine Kampagne mitgebracht, eine klassische Banner-Kampagne. Sie sehen es hier auf der linken Seite, die hat 40 Millionen Ad-Impressions, wurden da entsprechend ausgeliefert. Die Klickrate lag bei 0,08 und die Klicks bei 34.000 und kam insgesamt zu einem Orderaufkommen von 536 Abverkäufen. Gut, ist ja erstmal ganz schön und wenn man sich aber im Retargeting das anschaut, habe ich natürlich im Verhältnis wesentlich bessere Raten. Das heißt, ich habe eine Klickrate, die ist in der Regel höher. Ich habe im Schnitt dann auch eine bessere Orderzahl, die ich natürlich habe. Und wenn ich das mal umrechne, ist natürlich die Retargeting-Kampagne wesentlich effizienter. Jetzt kommt aber das große Aber. Haben beide Kampagnen ihre Relevanz? Ich habe es unten nochmal aufgeführt. Die Antwort ist ganz klar ja. Sofern die klassische Banner-Kampagne in irgendeiner Art und Weise noch wirtschaftlich ist, sollte man darauf nicht verzichten, denn gerade hier ist, wie ich eingangs oder ganz zu Anfang auch meiner Präsentation gesagt habe, der Marketing-Mix entscheidend. Ja, also nur eine reine Retargeting-Kampagne wird auf Dauer für einen Online-Händler keinen Spaß betreiben, sondern es ist einfach auch die Korrespondenz mit den anderen Kanälen, die ich eingangs auch aufgezeigt habe. Also von daher, sofern irgendwo das zu rechtfertigen ist, betriebswirtschaftlich, sollte man immer auf verschiedene Kanäle setzen und das Retargeting dazu verwenden, die auf die Seite gebrachten Besucher versuchen zu reaktivieren und zurückzugewinnen. Gut, schauen wir uns die Einsatzmöglichkeiten an. Ich habe es eingangs eigentlich schon gesagt. Es gibt eigentlich zwei Bereiche, wo Retargeting mittlerweile für eingesetzt wird. Das ist zum einen der klassische Abverkauf für Cross-Sellings, Upsellings und all das, was im klassischen E-Commerce
eigentlich relevant ist. Und das ist auch ja, seit einiger Zeit schon das Branding. Und zwar dann auch das klassische Aktivieren von Nutzer, das an die Marke binden. Ich hatte es an dem Beispiel schon mal gesagt, oder auch Thomann ist so ein klassisches Beispiel. Da werden keine konkreten Produkte gezeigt, sondern es werden, wird ein Banner mit verschiedenen Produktmotiven gezeigt, wo auch das Logo so ein bisschen im Fokus steht und man einfach über diesen Weg versucht, das Branding bzw. die Marke weiter aufzubauen. Gut, Erfolgsfaktoren. Was ist wichtig und was oder wann ist, wird eine Retargeting-Kampagne wirklich erfolgreich? Das ist als allererstes, es sollten alle Nutzer, die auf der eigenen Webseite zu sehen sind, bzw. die Webseite besuchen, sollten erfasst und entsprechend markiert werden. Voraussetzung hierfür ist wirklich, dass der rein technisch gesehen dieses Zählpixel, was zu integrieren ist, was also wirklich sehr unkompliziert und sehr schnell in der Regel geht, weil es über Templates auszusteuern ist, dass das wirklich auf allen Seiten zu finden ist. Also es ist nicht sinnvoll, es nur auf den Produktseiten zu integrieren und vielleicht auf Seiten, wo es Schnäppchen gibt oder sonst irgendwas kommuniziert wird, was mit Ihrem Unternehmen zu tun hat, es dort nicht zu platzieren. Denn letztendlich ist es ja so, dass jeder, der schon Ihre Seite besucht hat, ein Kaufinteresse hat oder generell erstmal ein Interesse hatte, Ihre Seite zu besuchen. Und das ist schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass es einfacher werden wird, ihn zurückzugewinnen, wenn ich ihm nochmal den Banner zeige, als wenn der Nutzer noch nie etwas mit Ihrer Marke oder Ihrem Shop zu tun gehabt hat. Dann ist es ganz wichtig, und das werden wir auch immer sehr häufig gefragt, der Marketingmix ist entscheidend. Ja, es ist immer sehr schwer, man muss sich das so vorstellen, die Nettoreichweite baut sich ja letztendlich aus verschiedenen Ebenen auf. Das ist zum einen der organische Traffic, das sind die Marketingmaßnahmen, die man hat, sei es über AdWords, E-Mail-Marketing und was man sonst betreibt. Das heißt, ich muss ja erstmal von Hause aus diese Nettoreichweite aufbauen, um überhaupt das Retargeting aktivieren zu können. So, und von daher ist ein ganz wichtiger Punkt, der Aufbau oder der sukzessive Aufbau eines Marketingmixes, der in verschiedenen Kategorien erfolgen kann. Wichtig ist natürlich immer unter der Betrachtung, es auch wirtschaftlich zu betreiben. Das ist natürlich gerade im E-Commerce, wenn es darum geht, knallharte, in Anführungszeichen, Abverkäufe zu generieren, ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dann ist es ganz wichtig, das sogenannte Recency und Frequency Capping. Das sind Kriterien, mit denen man spielen kann. Fangen wir vielleicht mit dem Frequency Capping an. Das ist so das, ja, ich denke mal, bekanntere, wenn man so will. Das Frequency Capping sagt eigentlich, wie häufig einem Nutzer die Werbung in einem bestimmten Zeitraum angezeigt werden soll. Als Beispiel, ein Kunde möchte, dass das Frequency Capping, also dass der Nutzer, der den Banner sieht, maximal zweimal pro Tag diesen Banner zu sehen bekommt. Ansonsten besteht vielleicht bei der Zielgruppe die Möglichkeit, dass man sich irgendwie zu sehr penetriert, nachverfolgt oder was auch immer fühlt, sodass man also steuern kann, wie häufig wirklich ein Banner angezeigt wird. Das kann pro Tag sein, das kann pro Woche sein, das kann sogar im schlimmsten Fall, hätte ich bald gesagt, auch für die gesamte Kampagnenlaufzeit sein. Also es gibt auch durchaus Kunden, auch Markenkunden und Hersteller, die sagen, ich lasse jetzt mal einfach für einen Kampagnenzeitraum von 4 Wochen, will ich, dass der Nutzer maximal 4, 5 oder 6 Mal meine Werbung sieht. Ansonsten ist das für mich nicht relevant. Vielleicht hat er auch kein Interesse, wie auch immer der Grund ist. Das muss man individuell in der Zielvereinbarung mit dem Kunden dann besprechen. Das Recency Capping ist eigentlich so ein bisschen, ja, es wird oftmals vernachlässigt, hat vielleicht auch nicht die Relevanz, wie man im ersten Moment denkt, aber es ist immer ein Vehikel, um nochmal so ein bisschen auch an den Stellschrauben des Retargetings drehen zu können. Und das Recency sagt, ab wann ich denn dem Nutzer, nachdem er meinen Shop verlassen hat, die Werbung wieder anzeige. Ist das sofort, ich hätte jetzt bald gesagt, im schlimmsten Fall oder im besten Fall, je nachdem, wie man es nimmt, direkt 2 Minuten später?
Fühlt er sich da vielleicht verfolgt, wenn er denkt, jetzt war ich gerade auf der Seite, jetzt auf einmal wird mir das Produkt oder das Unternehmen wieder angezeigt, dann kann durchaus auch schon mal so der Gedanke aufkommen bei dem einen oder anderen Nutzern, dass man sich verfolgt fühlt. Und sowas kann man dann einstellen, dass man sagt, okay, ich möchte erst einen Tag danach oder 2 Tage danach dem Nutzer erstmals ein Retargeting-Banner zeigen. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt, und wird von vielen unterschätzt, ist das Optimieren einer solchen Kampagne. Es gibt ja mittlerweile viele, viele Möglichkeiten, Reichweiten, Buchungen zu tätigen. Aber das Entscheidende ist wirklich die Optimierung. Nicht die automatische Optimierung, die in der Regel von Ad-Servern oder von entsprechenden Plattformen angeboten wird, sondern es geht auch darum, wirklich auch rational zu schauen, zu optimieren, zu gucken, welche Seiten funktionieren gut. Es sind nicht immer die namenhaftesten. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken immer, ich brauche eigentlich nur die namenhaften Titel und dann funktioniert meine E-Commerce oder Online-Kampagne von alleine. Im Gegenteil. Die Erfahrung zeigt, dass in der Regel die besten Werte nicht die namenhaftesten haben, sondern die vielleicht so in der Breite eher anzusehen sind. Aber auch das kann man nicht verallgemeinern, das ist immer so ein bisschen individuell zu sehen und von den Produkten natürlich auch, aber man darf halt nicht den Fehler machen, immer nur zu glauben, ich optimiere nur nach meinen guten Seiten, die namhaften Seiten, alles andere lasse ich außen vor. Es gibt unheimlich viele Kriterien, Möglichkeiten, wie ich auch im laufenden Kampagnenprozess Optimierungen vornehmen kann. Ganz wichtig ist, sofern Sie das ganze Thema bei sich in-house aufbauen wollen, sich Know-how anzueignen. Viel zu testen, zu schauen, was funktioniert für mein Produkt, was nicht. Ich habe es immer wieder schon betont, viele Dinge sind wirklich sehr individuell. Es gibt also nicht den Pauschalknopf, den ich oder Hebel, den ich tätigen kann und dann ist meine Kampagne erfolgreich, sondern hier gilt es wirklich viel Know-how aufzubauen, zu testen und auch ja, immer wieder neu sich zu erfinden, weil nichts ist schneller als das Internet. Was ich vor einem halben Jahr vielleicht erfolgreich umgesetzt habe, muss heute nicht mehr erfolgreich sein, umgekehrt genauso. Von daher ist es wirklich ein ständiger Prozess des Optimierens und um nachhaltige Kampagnen erfolgreich zu machen, ein ganz wesentliches Kriterium. Ganz wichtig ist auch das Thema, und das sollte man auch berücksichtigen, wenn man eine Retargeting-Kampagne umsetzen kann, ist das Thema neben Budget, das ist klar, ist das Thema Zeit. Viele gehen mit der Erwartungshaltung an eine solche Kampagne, dass eine Retargeting-Kampagne nach wenigen Tagen schon ja, signifikante Erfolge verzeichnet. Auch da muss ich Sie leider enttäuschen. In der Regel ist das nicht so. Retargeting ist längerfristig ausgelegt. Das hat folgende Gründe. Ich muss ja erst einmal Nutzer oder Nutzer markieren, um denen überhaupt Werbung nachträglich anzeigen zu können. Das heißt, ich muss zunächst Profile aufbauen, generieren, das heißt einen Pool schaffen mit verschiedenen Nutzern, um die dann auch ansprechen zu können. Und dann, wenn ich diesen Pool habe, dann muss ich genau in dem Moment auch die Werbung schalten und das Glück haben, dass ich den Nutzer finde und ihm dann den Banner anzuzeigen. Das ist auch ein Grund, warum man sagt, ab einer gewissen Netto-Reichweite pro Monat macht das Ganze nur Sinn. Je weniger Netto-Reichweite man hat, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass man einen Nutzer wirklich im World Wide Web, also auf anderen Seiten, wiederfindet und ihm dann den Retargeting-Banner anzeigen kann. Also von daher sollte man das schon so über, ich sag mal, normalerweise 3 bis 6 Monate mindestens auslegen, eine solche Kampagne, weil auch gerade, wenn dann so die ersten Erfolge verzeichnet wurden, die ersten Kunden entsprechend reaktiviert wurden, auch dann gilt es nochmal und dann gilt es auch hier wieder, die Kampagne zu optimieren. Was funktioniert in dem Bereich, was funktioniert nicht? Muss ich vielleicht an den verschiedenen Frequency Capping oder an den verschiedenen Cappings was ändern? Und all solche Dinge, die man dann entsprechend berücksichtigen kann und soll. Und durchaus möglich, dass so eine Kampagne erst im zweiten oder vielleicht dritten Monat auch
erfolgreich und wirtschaftlich wird. Also von daher sollte man da schon so einen gewissen Atem mitbringen und nicht verzweifeln, wenn das nach 1 bis 2 Wochen vielleicht noch nicht in die richtige Richtung zeigt. Den letzten Punkt, den habe ich eben schon eigentlich vorweggenommen, das ist die eigene Reichweite. Die sollte der Shop auch haben. Das hatte ich, glaube ich, ausführlich jetzt schon nochmal thematisiert. Und von daher können wir das, glaube ich, in dem Fall überspringen. Ganz wichtig, und das ist so ein Punkt, der wird oftmals von Kunden, aber auch insbesondere von Agenturen sehr unterschätzt. Und zwar ist das, ja, ich habe es auch als Erfolgsfaktor einfach mal bezeichnet, das ist die das Werbemittel selbst. Also in der Regel ist es ja so, dass im Retargeting die klassischen Ad-Bundles verwendet werden. Das sind die 4 Formate: Full Size, Big Size, Medium Rectangle und Skyscraper. Das heißt also die 4 klassischen Werbeformate. Und hier ist wirklich der Erfolgsfaktor auch, wie das Werbemittel gestaltet ist. Ja, und ich habe vom UVK ein aktuelles Chart oder aus dem 2014er Bericht ein Chart einfach mal kopiert, um Ihnen auch mal zu zeigen, welchen Einfluss die Kreation hat. Ja, also der Blickkontakt mit dem Werbemittel, der ist laut dieser Studie, liegt ja bei fast 50%. Ja, und die Person selber macht fast nur 11% aus. Also hier sieht man, wie wichtig es ist, ein Werbemittel muss neugierig machen, muss die Informationen entsprechend auch liefern, muss entsprechend für mich ja so ein Aktivierungspunkt einfach sein. Und wenn wir das mal uns weiter anschauen, dann sehen wir auch, dass es entscheidend ist, wie lange ein solches Werbemittel betrachtet wird, hängt auch wirklich von der Kreation ab. Ist das irgendwo nur ein Logo, ansonsten nichts, dann kann man davon ausgehen, dann wird das Werbemittel relativ schnell entweder weggeklickt oder man klickt vielleicht drauf, weil man mit der Marke irgendwas verbindet und hat gerade irgendwie einen Impuls aktiviert und kauft dieses Produkt. Aber ansonsten kann man ja wirklich mit diesen großflächigeren, gerade auch ein Medium Rectangle oder ein 160er mal 600 Skyscraper, also ein White Skyscraper, hat man ja schon Präsentationsfläche, die man nutzen kann. Und auch hier für die Betrachtungsdauer sehen wir, ist die Kreation mit 30,1% ein wesentlicher Punkt neben der Person, also sprich der relevanten Zielgruppe. Ja, das war mir nochmal ganz wichtig, weil das wirklich immer wieder mal Thema ist, dass Kampagnen im Retargeting umgesetzt werden und Kunden dann vielleicht nicht ganz so zufrieden waren und auch, wenn man das dann mal analysiert und betrachtet, einfach die Werbemittel zu langweilig waren, zu wenig Aussagenkraft hatten und der Kunde eigentlich ja nicht aktiviert werden konnte, weil einfach viele Impulsdinge in dem Fall gefehlt haben. Gut, Vorteile von Retargeting. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen, was ich eben in meinen knapp 25 Minuten Vortrag jetzt nochmal zusammengefasst habe. Retargeting bietet die Möglichkeit, bereits investiertes Geld doch noch vielleicht erfolgreich zu reaktivieren, zu remonetarisieren. Das heißt, ich versuche, die Besucher, die nicht tätig bei mir im Online-Shop tätig geworden sind, zu reaktivieren, zurückzuholen und doch noch als Käufer oder Neukunden zu gewinnen. Dann ist es so, dass ja, das hatte ich eingangs auch schon mal erläutert, wir eigentlich so inaktive Interessenten schon haben. Das heißt, wir versuchen, inaktive Interessenten zu aktivieren. Das heißt, Kunden oder Nutzer, die in irgendeiner Art und Weise mit meinem Shop, mit meiner Marke oder meinen Produkten schon zu tun hatten, sind leichter davon zu überzeugen oder etwas bei mir zu kaufen als Kunden, die noch nie mit meiner Marke oder sonstigen Produkten zu tun haben. Das heißt, ich habe eine höhere Konvertierungswahrscheinlichkeit. Und auch die Erfahrung zeigt, dass die Conversion Rates bei Retargeting-Kampagnen in der Regel signifikant höher sind als bei klassischen Kampagnen. Dann kann man Retargeting über mehrere Kanäle fahren. Wir haben uns jetzt einmal auf den Bereich oder auf den Fokus auf den Bereich Banner gehabt, aber es gibt Retargeting, wenn man so will, auch mit E-Mails, ja, oder anderen Kanälen. Das heißt, auch hier kann man über verschiedene Kanäle versuchen, diese Technik anzuwenden und entsprechend
dort versuchen, die Kunden zu reaktivieren. Insgesamt, nicht nur bei den inaktiven Interessenten, ist es einfach so, dass Retargeting somit auch zu höheren Conversion Rates führt und letztendlich Retargeting auch als Imageaufbau verwendet werden kann. Das ist so nochmal so ein positiver Nebeneffekt, dass ich wirklich auf meine Produkte aufmerksam machen kann, aber gleichzeitig natürlich auch nochmal meine Marke kommunizieren kann an die Leute, die in irgendeiner Weise bei mir schon auf dem Shop waren. Und somit kann man eigentlich sagen, dass Retargeting schon eine Art Online-Sales-System ist, ja, was permanent zwar optimiert werden muss, aber es ist letztendlich ein wirklicher Kanal, um Abverkäufe zu generieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch das werden wir immer wieder gefragt, ja, ich mache ja schon Retargeting, ist das sinnvoll, das über einen anderen Anbieter vielleicht auch nochmal zu machen oder kannibalisieren sich die Kampagnen? Da ist die Antwort eigentlich relativ einfach. Ich würde es immer empfehlen, über mehrere Anbieter zu machen, zumindest zum Start. Wichtig ist, dass die Anbieter flexibel sind. Sollte es mal nicht funktionieren, dass man die Möglichkeit hat, auch hier ohne, ich sag mal, größere Stornierungskosten wieder rauszukommen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Anbieter so seine unterschiedlichen Quellen, Ressourcen hat, wo er versucht, die Nutzer wiederzufinden. Sicherlich gibt es da auch Schnittmengen, das ist völlig klar. Aber es gibt ja, und das haben wir ja auch schon gesehen bei den Erfolgsfaktoren, es gibt einige Punkte, wie man sich als Anbieter differenzieren kann. Und da ist in allererster Linie das Thema Optimierung zu sehen. Also hier gibt es durchaus verschiedene Möglichkeiten und gleichzeitig streue ich auch nochmal so ein bisschen das Risiko, dass ich das nicht alles bei einem Anbieter vielleicht platziere, sondern vielleicht bei zweien und kann dann wirklich schauen während der Kampagne, wo funktioniert es, wo ist es wirtschaftlich und habe dann im Grunde genommen die Flexibilität, die ich brauche, um eine erfolgreiche und wirtschaftliche Kampagne umsetzen zu können. So, das vielleicht von mir zunächst zum Thema. Sollten Sie Fragen haben, können Sie gerne jetzt die Fragen in dem Textchat stellen. Sie können mich gerne im Nachhinein auch kontaktieren unter den Kontaktdaten, die ich Ihnen hier einfach mal gezeigt habe. Ich glaube, zusammen oder zum Schluss vielleicht noch von mir kann man sagen, dass das Thema Retargeting insbesondere im E-Commerce oder bei all jenen Unternehmen, die Produkte anbieten, verkaufen wollen, ein ganz wichtiges Element geworden ist. Bei vielen wird das Thema noch sehr vernachlässigt, aus verschiedensten Gründen, sei es, dass das technische Know-how nicht da ist, dass vielleicht die Angst da ist, ja, man sehr viel Geld in Anführungszeichen verbraten kann, ohne dass man erfolgreich ist. Ich glaube, das ist wie in allen Dingen, Werbung kostet Geld, das ist völlig klar. Man sollte es sehr dosiert und gezielt einsetzen, und man sollte darauf achten, dass man so dynamisch und flexibel wie möglich ist. Dazu sind natürlich Partner ganz wichtig, die das mit einem so auch umsetzen können, damit ich flexibel, damit ich dynamisch bin. Und dann ist es einfach wichtig, dass man sich Gedanken macht, was habe ich für ein Produkt, was ist die Zielsetzung, was möchte ich erreichen? Und dann das auch dem entsprechenden Partner mit auf den Weg geben, damit er entsprechende Optimierungen umsetzen kann, damit auch die Kampagne tatsächlich wirtschaftlich, und das ist letztendlich ja das, worauf es ankommt, und erfolgreich sein kann.